Oh, Leute, da ist es, das neue Stunny-Performance-Autohaus, beziehungsweise besser gesagt das alte. Das wird aber heute geupgradet. Und zwar, wir werden heute daraus endlich ein Millionärs-Autohaus machen, so wie es im Buche schreibt. Das krasseste, was ihr jemals gesehen habt. Und ihr seht auch schon, Leute, ich sehe aus wie Stunny-Performance, nämlich die originale Stunny-Performance-Farbe war ja lila gewesen. Damit hat alles angefangen und heute werden wir das Ding komplett auseinandernehmen. Wir haben ja hier noch unsere zwei letzten Käufe, die wir gestern geholt haben. Nicht so besonders, aber heute ist eine neue Auktion. Wir werden gleich mal kurz bei der Auktion reingehen, weil, wie gesagt, ich habe eigentlich unbedingt Bock, mir das erste epische Auto zu holen. Vielleicht haben wir ja da heute ein bisschen Glück, aber es geht jetzt erstmal zum Drag Race. Gucken, was da los ist. Oh, oh mein Gott, nein. Ey, Leute, wenn wir uns jetzt irgendwo, wo auch immer, einen Audi R8 besorgen, könnten wir theoretisch um diesen Audi R8 fahren. Und ihr wisst, wie teuer dieses Auto ist. Also wir könnten jetzt gerade richtig viel Kohle machen. Problem ist nur, ich habe aktuell keinen Audi R8, weil ich den verkauft habe. Mann! Aber wir könnten vielleicht einen Joker haben. Ein Joker könnte sein. Und zwar, vielleicht gibt es einen Audi R8 in der Auktion. Das wäre natürlich Jackpot. Da müssen wir direkt zuschlagen. Und dann haben wir quasi doppelten Win. Das wäre heftig. Okay, wir fahren direkt durch zur Auktion. Oh, kleinen Drift hier, Leute. Wow. Wow. Mittlerweile richtiger Drifting hier geworden. Die Leute müssen sich auch denken. Alter, guck mal hier. Amateur-Drifter gerade sogar eine Auszeichnung bekommen. So, wir gucken wie immer mit dem Trick, welches Auto es hier gibt. Und zwar, das ist auf jeden Fall kein Audi R8. Das ist eher Audi Müll 8. Das ist hier ein Oldschool Dodge oder so. Sieht so ein bisschen aus. Vielleicht auch so ein Mustang so. Ich kann es nicht richtig erkennen. Und oh, ich dachte gerade, Leute, ich dachte gerade kurz Audi R8, aber das ist Audi TT, auch nichts so Besonderes. Und hier haben wir auch noch, ja, Bro, das ist, also, irgendwie haben wir kein Glück, was jetzt krasse Autos angeht, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Wir haben eher immer eher so die Müllautos, deswegen lohnt sich das auch gar nicht, zur Auktion zu gehen. Und wir können anfangen, das Autohaus aufzubauen, dass wir auch mal ein bisschen mehr Platz haben, nämlich, sorry, aber ich kann auch verstehen, dass die Kunden uns gar nicht ernst nehmen können bei der kleinen Hütte hier. Wir haben zwar die krassesten Autos, aber, Bro, was ist das hier für ein Autohaus? Das sieht aus wie ein Müllhaufen. Deswegen werden wir jetzt Folgendes machen. Ich werde die größte Investition in diesem Spiel machen, was ich jemals hatte. Und zwar, wir werden uns das 1 Million Pfund Upgrade holen. Und damit haben wir die größtmöglichste Fläche, die wir unser Autohaus geben können. Was sehr, sehr heftig ist. Und ich würde sagen, wir werden es upgraden. 1 Million. Es tut jetzt schon ein bisschen weh, aber wir müssen durchziehen. Wir müssen durchziehen. Wir haben es geupgradet. Oh mein Gott. Und jetzt hat sich das Spiel irgendwie aufgehangen. Oder? Nee, ich dachte gerade, das Spiel hat sich aufgehangen. Ah, okay. Als nächstes würde ich sagen, gehen wir in den Bearbeitungsmodus. Werden hier jetzt zum Beispiel erstmal in den Zerstörungsmodus gehen. Und werden hier alles zerstören, Leute. Also wir werden das Autohaus wirklich von vornherein neu aufbauen. Alles weg damit. So, das Einzige, was noch übrig geblieben ist, Leute, ist hier unsere Mülltonne, unser Schreibtisch und natürlich, warte mal, kann ich das hier bewegen? Geht das? Warte mal, hier bewegen, Bro, das wäre ganz gut. Das können wir hier erstmal hier vorne hinstellen, Leute. Das ist natürlich hier unser, ja, Bürozeichen sozusagen und den Rest reißen wir auch noch ab. So, jetzt haben wir erstmal hier eine riesengroße Fläche, auf die wir bauen können und wo wir halt Sachen hin platzieren können. Dafür gehen wir aus dem Modus raus und ihr seht auch hier, wir haben hier verschiedene Wände. Das sind meiner Meinung nach hier so, wir haben hier so Platten, dann haben wir hier diese Wände, die wir platzieren können. So, jetzt können wir hier erstmal mit dem Boden anfangen, dass wir quasi hier erstmal überall Boden auslegen. Und ich habe schon eine echt geile Idee, wie ich das Autohaus bauen werde. Nämlich, dass es auch von draußen echt cool aussieht. Dafür werden wir erstmal hier, zack, das ist quasi erstmal hier unser Eingangsbereich, so wie ich ihn machen will. Ja, das sieht ganz gut aus. Passt das? Ja, oh nee. Warte mal, passt das jetzt hier nicht? Was ist das denn hier? Ah, ich sehe gerade, ich muss echt aufpassen, dass ich auch wirklich das alles genau gleich platziere, weil es könnte sein, wenn das hier nicht gleich platziert ist, dass das dann nicht unbedingt gerade ist. Okay, das sieht schon mal nicht so gut aus. Aber so sieht es eigentlich schon mal ganz gut aus, muss ich sagen. Also so gefällt es mir ganz nice, weil ich zeige euch gleich auch meine Absichten. Das ist jetzt natürlich erstmal hier so das Grobe alles, was wir bauen. So, oh, so gefällt es mir schon echt gut, muss ich sagen. Geil, okay, okay, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen, weil hier vorne werden wir natürlich eine schöne Fensterfront hinbauen.
Was sind denn die besten Fenster, Leute? Also wir haben hier einmal so große Fenster. Dann haben wir so viele Fenster. Was ist das hier? Was ist das? Achso. Bro, ah, das sind so unsichtbare Fenster. Ah, okay. Also so Fenster ohne Rahmen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so clever ist, weil das sieht irgendwie so aus, als wäre das... Ja, das sieht so Fenster, so eine Fenster gibt's ja eigentlich nicht, Leute. Deswegen werde ich die auch nicht bauen, aber ich werde hier große vorne so eine große Fensterfront bauen, dass man natürlich auch ins Autohaus reingucken kann. Das finde ich eigentlich ganz gut hier mit den Fenstern, die wir auch schon haben. Das sind, ja, die sind auch relativ günstig. 5000 kostet da eins. Und da sieht man dann direkt quasi, was es hier im Autohaus gibt. Finde ich ganz gut. So, werde ich jetzt mal hier überall platzieren. Weil wir müssen natürlich immer auf beiden Seiten gleich bauen. So, dann werden wir gleich mal den Eingang bauen. Ich bin mal gespannt. So, ich würde mal sagen, den Eingang werden wir so hier noch ein Fenster hin. Da noch ein Fenster. Oder hier am Eingang könnten wir sogar andere Fenster nehmen. Ich glaube, das würde auch ganz cool aussehen. Dann nehmen wir hier so die Türen, die schon mal so diese Fenster... Im Eingang würde ich sagen, nehmen wir hier so diese Fenstertüren. So, und dann machen wir hier quasi den Eingang rein. Was gibt es denn hier für Türen? Also es gibt hier einmal diese großen Glas... Oh, nee, jetzt passt das... Aber obwohl, warte mal, das passt eigentlich schon. Nämlich hier, wir machen einfach so einen Doppeleingang rein. Warum nicht, Leute? Dann ist genug Platz, falls jemand kommt, der so wie ich ein bisschen mehr wiegt, Leute, kommt der natürlich direkt gut rein. Und ich finde, das sieht eigentlich so schon mal ganz gut aus. Stani Performance machen wir jetzt erstmal dahin. Aber ich glaube, ich werde es doch mal woanders hin machen. Könnten wir es auch hier theoretisch ranmachen? Ja, also wir müssen das da raufsetzen. Okay, okay, okay. Ist aber nicht schlimm. Geil wäre natürlich, wenn das Standi-Performance hier stehen würde. Aber das geht anscheinend nicht. Aber mein Plan war nämlich jetzt so gewesen, dass von vorne, dass wir nämlich hier bei Dekoration, da können wir nämlich so eine Platten reinbauen. So eine Autodrehdinger. Die drehen sich nämlich, wenn da Autos draufstehen. Und so, guck mal, oh, das wird so geil aussehen, Leute. Ich sage euch ehrlich. Ein bisschen komisch, wie die hier platziert werden. So. Oh, okay. Der Plan wird dann halt sein, hier stehen dann so die Autos drauf. Und dann sieht man hier vorne schon mal zwei richtig dicke, geile Autos. Ich würde hier wahrscheinlich einen Ferrari hinstellen, hier einen Lamborghini oder zwei epische Autos. Überleg mal, hier ein Nissan GT-R, da ein Nissan GT-R. Das würde schon meiner Meinung nach richtig brutal kommen. Also, ich muss sagen, der Eingangsbereich gefällt mir sehr gut. Wir könnten auch hier so einen Zaun platzieren, aber ich glaube, der Zaun würde so ein bisschen alles verdecken. Und ich glaube, doch, die Blumen könnten wir hier noch hinstellen. Ja, okay, Blumen wären noch ganz gut. Dann gibt es hier noch so eine... Boah, das sieht auch geil aus, hier so für den Eingangsbereich. Das brauchen wir safe, so eine Pferde hier. Guck mal, wie cool. Okay, das steht jetzt gerade ein bisschen falsch, sorry. Aber so, hier so zwei Pferde hier im Eingangsbereich. Oh, Junge! Alleine diese Pferde, Leute, kosten 1500 Dollar. Das ist schon auf jeden Fall kein Schnapperchen. Boah, ich finde, das wirkt, Leute. Ich finde, das wirkt sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, wir machen hier noch so einen kleinen Weg. So zwei Dinger hier, so einen kleinen Weg nach vorne. Boah, das sieht auch jetzt bei Nacht sieht sehr, sehr nice aus. Okay, wir müssen mal kurz pennen gehen und dann geht es gleich weiter hier. Wir haben auf sie jedenfalls 17.500 Dollar ausgegeben, nur für Einrichtungsgegenstände. Oh, ey, das ist halt auch nicht ohne, ne? So, dann gehen wir mal wieder zurück. Ich bin ja gespannt, was ihr jetzt sagt, wenn ihr das Auto aus beim Tag... Oh, yo, was ist das denn? Junge, das ist ja geisteskrank geworden. Das ist ja wirklich, okay, die... Ich weiß nicht, ob man die Figur noch gleich, dass ich das noch vielleicht spiegeln kann, dann wird es noch besser aussehen. Aber das ist auf jeden Fall schon, holy moly Macaroni, sieht das geil aus. Der PC steht einfach hier vorne auf dem Dings. Okay, wir müssen jetzt aber weiter erstmal in die Bearbeitung reingehen. Und ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal alles hier auspflastern mit diesen, ach so, warte mal. Oh, ich muss das Schild erstmal runternehmen, sonst kann ich nämlich nicht weiter auspflastern. Ah, okay. Weil ich will natürlich noch nicht die zweite Etage anfangen. Ich will jetzt natürlich hier erstmal in der ersten Etage bleiben. So, also ich sag euch ehrlich, ich würde mal sagen, so steht das Grundgerüst schon mal. Gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Ich werde hier hinten jetzt, weil hinten ist das nicht so wichtig, die Wände hier hinten werde ich so eine schön, ja, was ist das hier, so Steinwände nehmen. Weil das ist auch nicht wichtig, dass jetzt irgendwie, das muss auch abgesichert sein, das Autohaus. Nicht, dass hier irgendjemand einbricht. Obwohl, hier würde ich eigentlich noch so eine schöne...
so eine Doppeleinfahrt nehmen. Das wäre eigentlich nur eine gute Idee. Und eventuell, oder wir machen hier an den Seiten die Einfahrten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Boah, ich glaube, ich mache die Einfahrten hier an der Seite. Ich denke mal, das ist ganz cool. Und dann machen wir hier direkt auch den Lift. Und dann brauchen wir noch eine Treppe in die nächste Garage. Boah, das ist auf jeden Fall... Boah, ich weiß gar nicht, was ich zuerst einbauen soll. Ich glaube, ich baue hier vielleicht schon mal... Warte mal, hier den Fahrzeuglift, Leute. Der ist natürlich auch nicht ganz so günstig. Wie können wir den hinstellen? Wir können den auch drehen. Okay, Leute, ich muss sagen, der Fahrzeuglift, der nimmt wirklich viel... Der nimmt viel Fläche weg. Ich würde ihn sogar einfach hier eventuell hinstellen, dass wir quasi mit den Autos dann extra, die wir hochfahren, hinten reinfahren müssen. Dann machen wir hier noch so, so einen Eingang rein. Ist, glaube ich, am besten, weil... ich weiß nicht, ja. Weil dann steht der so extra. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich finde, der sieht auch extrem hässlich irgendwie aus. Also deswegen, ich finde den jetzt nicht so schön. Und dann könnten wir hier vielleicht noch so ein kleines Büro reinbauen. Und hier machen wir dann so die Einfahrt rein für die Autos unten. Hier zum Hochfahren. Oder wir machen das Büro hier so. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, ich muss mal gucken hier, was wir jetzt genau machen. Also erstmal würde ich sagen, werden wir jetzt hier Türen nehmen. Und da gibt es hier... Das sind hier nämlich so richtig große Türen. Das sieht so aus wie so eine... Ja, das ist so eine... Was ist das, Leute? Das ist halt so eine Garagentür, würde ich sagen. Obwohl ich sagen muss, die sieht ein bisschen... Ich weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Vielleicht platziere ich die hier mal anders. Machen wir hier zwei Garagentüren hin. Und wir haben hier noch andere Türen. Was ist das hier für eine Tür, Leute? Aber wie geht die auf? Okay, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, wie die aufgeht. Da müssen wir mal kurz einen kleinen Abstecher machen. Und dann gucken wir uns mal an, wie die Türen hier auf... Okay, wie geht die jetzt auf hier? Hä? Ja, Bro, wie mache ich jetzt hier die Türen auf? Bro, ich habe hier eine Tür eingebaut, aber die geht nicht auf, oder was? Also, die gehen ja ganz normal auf. Offenes Büro. Aber hier passiert irgendwie nichts. Warte mal, vielleicht gehen die auf hier? Die gehen auch nicht auf. Hä? Ja, das mit dem Fahrzeuglift finde ich ganz geil. So, zack. Oh, jetzt fährt er natürlich hoch. Warte mal, einmal bitte wieder runterkommen, Kollege. Einmal runterkommen. Ich check nicht, warum die Türen nicht aufgehen. Vielleicht müssen wir da irgendwie mit Auto vorfahren, dass die dann aufgehen. Ich habe keinen Plan. Ich teste das einfach mal. Das wäre natürlich geil, wenn das jetzt so eine automatische Tür irgendwie ist, die sich öffnet. Was? Hä? Wie krass ist das denn? Okay, das ist nice, Leute. Das ist wirklich geil gemacht, muss ich sagen. Man muss hier einfach hinfahren, boom, kann dann reinfahren und kann jetzt die Autos zum Beispiel da vorne platzieren. Das ist cool gemacht. Okay, gut, dann... Aber warte, weil ich wollte einmal gucken, wie die eine da hinten funktioniert. Und zwar, das ist ja hier auch eine Tür. Oh, die sieht sogar noch geiler aus, Leute. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil das wirkt hier, das ist so Holzoptik. Das wirkt halt deutlich edler als diese Metalldinger. Also diese Metalldinger werde ich safe abreißen, bringt gar nichts. Das hier, Leute, Schmutz, sag ich ehrlich. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Passt in unser luxuriöses Autohaus nicht rein. Und jetzt machen wir Folgendes. Kann man das drehen? Wie kann man es drehen? Das Ding ist, Leute, man kann die Tür leider nicht drehen. Also ich probiere es hier gerade, aber es funktioniert nicht. Und deswegen nehme ich, glaube ich, eine andere Tür. Ja, die finde ich ein bisschen nicht passend. Wenn, dann muss das halt ein Tor sein. Aber das, ja, boah, das ist eigentlich auch eine geile Tür für vorne. Aber eigentlich will ich auch so ein offenes Autohaus haben. Schade, das sieht echt geil aus. Oder nehmen wir das vielleicht? Ich glaube, dann nehme ich das, sage ich ehrlich. Oder... Ich glaube, das sieht am edelsten aus. Das, wie gesagt, das kann man leider nicht drehen. Das wäre eigentlich für mich das Krasseste. Aber, warte mal, vielleicht das könnten wir eventuell auch hier einbauen. Dann werde ich lieber hier so zwei schöne Wände hier so einbauen. Bumm, da kann man direkt durchfahren. Hier werde ich auch so zwei schmucke Wände einbauen. Obwohl, das sieht... Nee, ich nehme das andere. Ich nehme das andere, Leute. Dass man auch vielleicht so ein bisschen reingucken kann. Ich finde, das sieht auch ein bisschen freundlicher aus. Hier kann man dann so reinfahren. Hier kann, hinten fährt man für den Lift rein, für die zweite Etage. Und ich sage euch ehrlich, unten brauchen wir eigentlich nur eine Einfahrtmöglichkeit. Und da würde ich sagen, lassen wir die Seite, dann bauen wir lieber auf der anderen Seite so ein kleines Büro noch hin. Weil hier muss safe noch irgendwie, wir brauchen halt noch ein Büro. Jetzt brauchen wir safe. Und wir brauchen eine Treppe in den zweiten Stock. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Und ich würde halt die Treppe eigentlich direkt ins Büro bauen.
und direkt auch neben den Lift, weil das finde ich eigentlich so am passendsten. Frage ist nur, wie bauen wir die Treppe am besten hin? Nee. Oh, so ist perfekt. Genau so wollte ich haben. Geil. Dann können wir hier nämlich direkt so in die zweite Etage gehen. Guckt euch das mal an. Hier so. Machen wir hier so die zweite Etage. Kann man hier so schön rüberlaufen. So, ich fange das jetzt mal hier schon einmal kurz an, um das zu demonstrieren, wie wir das am besten machen. So, guckt euch das an. So haben wir hier so schön offenen Bereich, wo wir hochlaufen können. Da ist direkt auch der Lift nebenan. Und hier können wir dann unser kleines, aber feines Büro noch machen. Und dann könnte man theoretisch vom Büro direkt hochlaufen. Wisst ihr, was ich meine? Und falls wir da irgendwie so Kunden empfangen wollen, finde ich das eigentlich ganz geil. Und hier machen wir dann, ja, das werden wir den Lift werden wir auch einmal so abtrennen, so ein bisschen. Und dafür würde ich hier so die ganzen Fenster nehmen. Oh, das sieht voll nice aus. Yo. Ich hoffe, der Lift funktioniert dadurch noch. Aber das sieht ja voll stark aus. Das Problem ist, nein. Ich kann hier, kann ich kein Fenster einbauen. Aber egal, das könnten wir auch noch so als quasi, man könnte hier so reinlaufen, kann den Lift auch so quasi als Fahrstuhl benutzen. Falls wir ein paar dickere Kunden haben, können wir halt hier so, kann er hier mit Rollstuhl reinfahren und nimmt halt den Autolift. Das würde eigentlich auch gehen. Das sieht schon nice aus. Ich feiere das. Und hier machen wir unser kleines, gemütliches Büro hin, wo natürlich hier unser Schreibtisch hinkommt. Den Schreibtisch müssen wir so hinstellen, dass wir immer, falls Kunden reinkommen, dass wir die im Blick haben. Stellen wir direkt hier so schön in die Mitte. Ach, super, Leute. Ich wollte eigentlich nur gerade kurz den Tag überspringen. Jetzt sehe ich, dass wir gerade unbezahlte Rechnungen haben. Na, super. Na, super, na, super, na, super. Dann gucken wir mal uns die Rechnungen kurz an hier. Ja, 29.000 Dollar, sage ich euch ehrlich, geht. Bürobereich. Guck mal, hier kann man so direkt hoch. Ich finde das eigentlich ganz geil. Hier könnten wir auch theoretisch... Hier machen wir, können wir hochlaufen und hier machen wir noch eine Tür fürs Büro so rein. Dann finde ich, ist das so ein schön abgetrennter Bereich eigentlich. So, dann können wir hier so eine Bürotür reinmachen. Zack, da geht's rein und unser Büro ist natürlich, ja, schön offen, Leute. Oder was ist das? Das sieht ein bisschen komisch aus, Leute. Das könnten wir vielleicht für außen nehmen. Das sieht irgendwie mit diesem Metall da, das gefällt mir nicht. Dann nehme ich denn hier lieber, glaube ich, die klassischen Fenster. Und dann kann man da auch, ja, sieht besser aus. Sieht auf jeden Fall tausendmal besser aus. Hier an der Seite können wir auch noch so ein Fenster einbauen. Oder wir könnten hier noch so eine Bürotür an der Seite. Bürotür an der Seite will ich eigentlich nicht. Hier machen wir zu. Vielleicht doch, naja, obwohl ein bisschen Licht sollte eigentlich auch reinkommen. Deswegen bauen wir hier noch so zwei große Feststellfenster rein. Boah, ich muss sagen, ey, ich bin sehr, sehr zufrieden. Übertrieben zufrieden. Das muss hier noch weg, hier, das hier. Aber ich sehe gerade auch, man kann auch so große Fenster einbauen. Hä? Junge, warum sehe ich das denn jetzt erst? Okay, das, ja, das große Fenster gefällt mir. Wie gesagt, das macht keinen Sinn, dass da kein Rahmen ist. Aber woher kommen denn jetzt hier diese großen Fenster? Guck mal, man kann auch so ein großes Fenster einbauen. Hä? Das sieht viel cooler aus, Leute. Guck mal, wie geil die großen Fenster aussehen. Tschüss, da wollte ich doch lieber was Großes ein hier. Bro, mich nervt ein bisschen, dass wir hier kein Fenster placen können. Das macht gar keinen Sinn, weil hier wäre noch Platz für ein Fenster. Und wir können es hier direkt an der Treppe nicht placen. Was ein bisschen schade ist, aber dann ist das halt so ein bisschen... Warte mal, wenn wir die Bürotür aufmachen. Ich glaube, dann sollte es eigentlich ganz cool aussehen. Können wir das jetzt hier zumachen wieder? Ah, okay, die Bürotür gehen so auf, aber ja. Dann ist hier halt noch so ein offen. Hier können wir den Müll eigentlich hinstellen. Ich finde das Büro so eigentlich ganz nice. Ich sag euch ehrlich, gefällt mir gut. Schönes Ding. Können wir nehmen. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Feintuning. Ich sag euch ehrlich. So, hier bauen wir dann erstmal die Fenster hin. Und dann bauen wir jetzt natürlich erstmal hier die Front aus. Dass wir das quasi jetzt erstmal fertig haben. Hier hinten können wir mit den Autos reinfahren. Und dann können wir nämlich oben das auch alles erstmal fertig machen. Aber ich würde sagen, dass wir halt quasi erstmal den unteren... Oh, ich muss sagen, ehrlich... Es sieht echt nice aus. Ich glaube, es wird natürlich auch noch geiler aussehen, wenn die ersten Autos auf den Drehplatten stehen. Dann wird es natürlich nochmal viel, viel cooler kommen. Aber machen wir erstmal das Büro fertig. Und zwar hier würde ich eine kleine Couch hinmachen für die Kunden. So eine schöne große Couch, wo man auch chillen kann. Soll natürlich auch ein geiles Büro werden. Zack. Links, rechts hier so ein schönes Regal. Da können wir noch ein paar Sachen reinstellen. Blumen, da dürfen natürlich auch nicht fehlen.
können wir eigentlich direkt hier vorne hin, obwohl... Ich will auch nicht, dass die im Weg stehen, aber guck mal, hier so unter der Treppe hier so ein paar Blumen, Leute. Ich finde, das sieht nochmal ganz cool aus. Da haben die hier quasi so einen eigenen Garten, ey. Das ist auch eine geile Idee eigentlich, wenn man so überlegt. Hier kann auch noch so eine Blume hin, dann haben wir hier so einen kleinen Wald. Wenn man so hochläuft, ist mal was anderes, Leute. Finde ich gar nicht so schlecht. Dann kommt hier noch mein Chefsessel hin, Leute. Oh ja, hier, guck mal, hier haben wir so eine kleine, schöne, gemütliche Ecke, wo man mit Kunden so ein bisschen chillen kann. Und in der Mitte kommt hier natürlich auch noch so ein Tisch hin. Den Schreibtisch können wir ein bisschen hier nach vorne schieben. Oder hier in die Ecke. Obwohl, nee, ich will eigentlich den Schreibtisch schon hier haben. Weil den kann man auch mal schnell, falls man hier irgendwie sitzt, so mit den Kunden redet, so um die neuen Autodeals abzustimmen, kann man auch schnell mal am Schreibtisch gehen und was zeigen. Und ich muss echt sagen, boah, es sieht schon sehr gemütlich aus, das Büro. Also das feiere ich extrem. Und hier vorne können wir dann natürlich noch ein paar Autos platzieren. Und die Autos werden hier an der Seite reingefahren. Hier kommt nochmal so eine schöne Dingswand einmal hin. So eine Metall-Dingswand hier. Und dann haben wir eigentlich soweit den unteren Bereich soweit fertig, würde ich sagen. Jetzt können wir hier quasi unsere ersten... Ah, nee, warte mal. Oh Gott, ja, also fertig ist eh noch nicht, aber das ist jetzt quasi erstmal so das grobe Grundgerüst. So, wo das Stani Performance-Logo erstmal raufkommt. Die Mülltonne kommt hier auch erstmal ein bisschen beiseite. Dann machen wir da noch einen Boden. Boah, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Junge, ich bin sehr zufrieden. Jetzt fahre ich mal kurz mit dem einen Auto rein. Ich will mal kurz wissen, wie es aussieht, wenn das Auto da steht. So, kurz beiseite einmal. So, Tore gehen auf. Hier an der Seite geht es schön rein. Und jetzt können wir das Auto hier... Oh mein Gott, wie geil ist das bitte? Guckt euch das an, da steht einfach unser... Ich finde ein bisschen doof, dass das hier nicht aufgeht, wenn man ranläuft. Aber guck mal, wie krank ist das denn bitte? Jetzt steht hier das Auto und dreht sich. Und auf der anderen Seite... Oh, ich muss das Auto hier kurz eigentlich mal auftunen, dass wir das Auto da auch mal platzieren. Boah, das Auto ist auch full dreckig, ne? Halleluja, ich glaube, repariert werden muss das auch. So, einmal kurz ranfahren hier. Ey, das Ding ist, Leute, wir haben jetzt echt viel... Ah, das Auto ist sogar heile. Oh. Das Ding ist, Leute, wir haben jetzt echt viel Kohle ausgegeben. Und wir müssen, glaube ich, in der nächsten Folge einige Autos mal wieder verkaufen. Aber erstmal wird auch das Auto hier getuned, weil das kommt natürlich auch ins Autohaus rein. Rennset, Driftset, aber wir wählen das aus. Turbo, Tieferlegung, ein Beamer muss natürlich tiefer gelegt werden. Boah, jetzt machen wir hier so einen geilen BMW, Leute. Boah. SP... Räder, natürlich so eine dicken BMW-Felgen brauchen wir drauf. Das ist natürlich jetzt auch wichtig, dass wir hier ein geiles Auto zusammenstellen, oh, weil das kommt ins Autohaus. Boah, ich glaube, ich mache die rauf, Leute. Die sehen geil aus. Ich finde, die passen so ein bisschen auf den BMW. Jetzt fahren wir mal rüber. Und lackieren die ganze Chaise mal. Würde den BMW eigentlich in All Black machen. Ich denke mal, das könnte ganz geil kommen. Hä, der ist doch gar nicht All Black, hä? Was ist das denn, Leute, der ist... Also manchmal werden die wirklich ein paar sehr komische Farben ausgewählt. Oder es sieht vielleicht auch nur so aus. Aktuelle Farbe ist eigentlich schwarz. Es sieht vielleicht nur so aus wegen ja, der komischen Optik hier drin, ne? Boah, das ist doch kein schwarz... Okay, warte mal, vielleicht, weil das Auto so dreckig ist. Könnte es sein? Yo, yo, wie dreckig war das Auto denn bitte? Junge, ich habe, glaube ich, noch nie ein dreckigeres Auto hier gesehen. Ach, du grüne Neune. Okay, okay, kein Wunder, warum der so komisch aussah. Das hätte ich mal vielleicht vorm Lackieren wissen müssen. Aber egal, wir haben einfach auf den Lack lackiert. Wird schon halten. So, Auto ist fertig. Boah, und jetzt fahren wir das auch mal hier an die Seite rein. Boah, das ist geil, wie die Dinger auch aufgehen, muss ich sagen. Schön hier in die Mitte abgestellt. So, das passt. Oh ne, da müssen wir noch ein bisschen reinfahren. Und jetzt ist es Nacht, Leute. Super, jetzt ist Nacht. Ich muss kurz schlafen gehen. Einmal kurz in unser Haus rein. So, $66.000 für Dings ausgegeben, Leute, für Innenraumausstattung. Boah.
Yo. Crazy. Aber ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt. Automarkt ist auch geöffnet. Oh, da könnten wir gleich mal einen kurzen Abstecher machen auf dem Automarkt. Mal gucken, ob wir da noch was finden, aber... Yo! Junge, guck mal, wie geil das aussieht, Freunde. Ich sag euch, Real Rap, es gefällt mir richtig gut. Ich bin mir noch nicht sicher, was wir hier so machen, so wie wir hier die Autos platzieren, aber ich glaube, ich werde sie hier so normal reinstellen. Aber ich muss auch sagen, hier mit dem Büro und so, das sieht schon geil aus, Leute. Das sieht schon wirklich geil aus. Das, ich würde den Rest so wirklich als Stellfläche für Autos nehmen. Oh, geil. Ich sage, ich bin so zufrieden. Sieht richtig gut aus. Vielleicht machen wir hier noch so zwei drehende Dinger hin, dass man auch hier so nochmal so die drehenden, unsere krassen Autos sieht. Aber ich würde sagen, Leute, das Auto sieht jetzt schon deutlich krasser aus. Falls ihr Ideen habt, wie wir es noch weiter ausbauen sollen, Leute, schreibt es mal unten in die Kommentare. Das war's gewesen. Lasst ein Like und ein Abo da. Tschüss, bitte.